Hallo, mein Name ist Herbert Sahlmann, ich bin 74 Jahre alt. Schon als junger Mensch habe ich Krieg und Hunger selbst erlebt. Und das hat mich motiviert, mich in der Entwicklungspolitik zu engagieren. Ich habe Ihnen in dem Rucksack eine Brücke mitgebracht, weil ich mich seit 2005 in der Stiftung Nord-Süd-Brücken engagiere. Die gemeinnützige Stiftung Nord-Süd-Brücken wurde nach der Wende als demokratisches Projekt ostdeutscher Initiativen gegründet. Die Brücke symbolisiert die Kooperation der Stiftung zwischen der Zivilgesellschaft ostdeutscher Länder und der Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern. Wir haben zum Beispiel in Afrika die Wasserversorgung von Schulen gefördert. Wir haben aber auch im Inland 1800 Projekte unterstützt von 370 ostdeutschen Vereinen und entwicklungspolitischen Initiativen. Und es gibt sehr viele Aufgaben, die auch in Zukunft durch die Stiftung in diesem Bereich noch zu leisten sind.